Ah, die Ingenieure. Kontrovers diskutiert und von vielen gehasst, aber auch von vielen geliebt. Man kommt einfach nicht um sie herum. Irgendwann steht man vor der Frage, wo und wie fängt man an? Im vorherigen Tutorial habe ich euch schon ein bisschen gezeigt, wie man das benötigte Material einsammelt. Wenn man das eine Weile gemacht hat, geht's hier zum eigentlichen Thema. Erstmal fängt alles damit an, dass ich drei Stufen der Freischaltung habe. Zunächst muss ich den Ingenieur kennen, ich muss also von ihm wissen. Manche Ingenieure sind einfach Allgemeinwissen. Von anderen erfahre ich von anderen Ingenieuren, bei denen ich schon eine höhere Stufe erreicht habe. Mehr dazu später. Danach muss mich der Ingenieur einladen, ich brauche also Zugang zu ihm oder ihr. Das passiert, indem ich eine gewisse Voraussetzung erfülle. Zum Beispiel einen bestimmten Rang in Kampf oder Forschung habe, eine gewisse Anzahl an Lichtjahren gereist bin und so weiter. Und dann muss ich die Initialmission erfüllen. Jeder Ingenieur will, bevor er zum ersten Mal Hand anlegt, etwas von mir haben. Das mag eine seltenere Handelsware oder etwas Ähnliches sein. Habe ich all das erfüllt, dann lässt mich der Ingenieur in seine Werkstatt und die eigentliche Arbeit kann beginnen. Dabei gibt es zwei verschiedene Prozesse. Ich kann zunächst einen Bauplan anwenden. Wenn dieser voll ausgebaut ist auf Stufe 1, dann kann ich als zweiten Prozess einen experimentellen Effekt darüber legen. Danach kann man weiter den Bauplan ausbauen. Wichtig ist für den experimentellen Effekt, muss die Stufe, an der ich gerade arbeite, voll ausgebaut sein. Daher mache ich ihn immer direkt nach Stufe 1 drauf und baue dann erst weiter aus. Geht mir unterwegs das Material aus, dann habe ich den Effekt ja trotzdem schon installiert. Jeder Bauplan hat 5 Ausbaustufen. Wichtig ist, zuerst habe ich nur auf die erste Zugriff. Habe ich ein paar Module umgebaut, dann habe ich auch auf die zweite Stufe Zugriff und so weiter und so fort. Auch gut zu wissen, wenn ich beim Ingenieur bin und einen guten Bauplan gefunden habe, kann ich einen Bauplan pro Ingenieur anpinnen. Das bedeutet, ich habe zukünftig von jeder Station Zugriff darauf und muss nicht mehr beim Ingenieur vor Ort vorstellig werden. Für den experimentellen Effekt muss ich aber trotzdem persönlich hin. Auch wichtig. Mit Fernbauarbeiten kann ich nicht den Rang erhöhen. Dafür muss ich auch vor Ort sein. Im rechten Pilotenbildschirm ist der Menüpunkt Ingenieure zu finden. Damit kann man schon recht viel anfangen, zumindest bei den Ingenieuren, die man in-game kennt. Hier steht das Heimatsystem des Ingenieurs. Das kann ich mir auch durch die Taste unten gleich auf der Galaxiekarte anzeigen lassen. Der Zugangsgrad, also die Stufe, die ich beim Ingenieur bereits freigeschaltet habe, eine kurze Bio zum Ingenieur, also sein Lebenslauf und vor allem die Voraussetzungen. Hier also, Sie haben von ihm erfahren, check. Sie haben Zugang erhalten, weil der Explorer-Rang mindestens Späher ist, auch check. Und wir haben eine Einheit Metalllegierungen hingebracht. Das ist eine schwer zu findende Handelsware. Die gibt's hin und wieder zu kaufen, viele Carrier handeln auch damit und man kann sie in sogenannten Thargoiden Barnacle Forests finden. Aber das sprengt mal wieder den Rahmen hier, zurück zum Thema. Nun schauen wir uns mal an, wie das beispielsweise alles beim ersten Ingenieur, auf den ihr treffen werdet, abläuft. Das wäre ziemlich sicher Felicity Farsier. Sie macht hauptsächlich euren FSA-Antrieb bis rauf zur Stufe 5, kann aber auch den Oberflächenscanner, die Schubdüsen und Sensoren bis Stufe 3 bringen und den FSA-Unterbrecher, das Kraftwerk und die Schildverstärker rudimentär auf Stufe 1 aufrüsten. Ist also ein guter Startpunkt, um überhaupt mal loszulegen. Da ich zum Zeitpunkt der Aufnahme mit dem Zweitcharakter auf Forschungsreise bin, kann ich euch das Ganze nur theoretisch zeigen, weil mein Hauptschar natürlich schon alle Stufen erreicht hat. Nun denn, wir sind beim Ingenieur angedockt und gehen jetzt erstmal in die Ingenieurwerkstatt. Hier können wir uns einen Überblick verschaffen, nochmal sehen, welchen Grad wir bereits erreicht haben. Das Heimatsystem des Ingenieurs ist auch nochmal gelistet, obwohl wir ja eigentlich da sind. Und wir haben hier die verschiedenen Spezialisierungen. Defaultmäßig angewählt ist Modul modifizieren. Hier kann ich also alle Module sehen, die ich auch an Bord habe. Wenn ich ein anderes Modul anpinnen möchte, kann ich auf alle durchsuchen gehen. Dann werden wir auch Modifizierungen angezeigt für Module, die ich gar nicht an Bord habe. Die kann ich natürlich nicht anwenden, klar. Wir gehen jetzt auf Modul modifizieren und wählen den FSA aus. Das hier ist erstmal die Hauptübersicht. Wir haben also hier
die verschiedenen Modulbaupläne. Wir haben einmal die schnelle FSA-Ladesequenz, dann haben wir die erhöhte FSA-Reichweite und einen abgeschirmten FSA. Was die verschiedenen Baupläne machen, das finden wir raus, indem wir einfach draufklicken. Zum Beispiel, der abgeschirmte FSA steigert die Intaktheit des Moduls um 25%. Das heißt, wenn ich im Kampf bin, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das Modul nicht beschädigt wird. Das kann ich steigern bis zu 125% bei der äußersten Stufe. Bei den FSA-Antrieben gehen wir aber natürlich hin und wollen die erhöhte Reichweite haben. Hier sieht man klein, dass ich diesen Modulbauplan auch angepinnt habe. Das kann man hier unten machen. Ich kann den natürlich nur loslösen, weil ich ihn schon angepinnt habe. Ihr könnt den hier aber anpinnen. Wie gesagt, dann habt ihr von jeder Raumstation zukünftig Zugriff darauf. Umzusetzen ist das Ganze recht einfach. Wir klicken die erste Stufe an. Die weiteren können wir ja noch nicht. Dann sagen wir Modifikation generieren. Wir können hier sehen, was das Ganze kosten wird. Und zwar atypische FSA-Störaufzeichnungen. Das ist also ein verschlüsseltes Material, das auch bei den entsprechenden Händlern gehandelt werden kann. Und hier können wir sehen, was das für einen Effekt hat. Erstmal wird es nur 15% optimale Masse bewirken. Wenn ich aber bis Stufe 5 gehe, habe ich 55%. Wir fangen hier an und generieren die erste Modifikation. Dadurch werden alle anderen Modifikationen aufgehoben. Das wird hier erstmal vorgewarnt. Ich generiere. Und ich sehe, die erste Stufe habe ich schon allein mit einem Materialeinsatz vollständig erreicht. Das sehe ich an dem Haken hier. Alles ist erledigt. Jetzt kann ich hingehen und einen experimentellen Effekt darüber legen. Das ist in den meisten Fällen beim FSA-Antrieb der Massenmanager. Vorführeffekt, das kann ich hier natürlich nicht machen, weil mir ein Rohstoff fehlt, ein Material fehlt. Ihr macht das aber hier an der Stelle. Drückt einfach auf den Knopf und dann erscheint hier euer experimenteller Effekt. Der erhöht euch nochmal die Reichweite. Danach fahren wir fort. Wir klicken wieder hier drauf. Stufe 2 diesmal natürlich. Da können wir schon auf 25% hoch. Wir sehen hier nochmal den Materialeinsatz. Das wird natürlich mit jeder Stufe teurer, ganz klar. Und wir aktivieren die Modifikation. Jetzt sehen wir, hier müssen wir schon zweimal würfeln. Oder vielleicht sogar dreimal, um ganz nach oben zu kommen. Das sehen wir gleich. Natürlich wird dadurch auch nochmal der Materialeinsatz immer höher. Es dauert immer länger, bis ich voll bin. So, jetzt haben wir es wieder voll. Zwei Haken, das heißt, die Stufe 2 ist komplett erreicht. Bei der Stufe 3 wird es entsprechend wieder länger dauern, bis es komplett voll ist. In den meisten Fällen erscheinen diese Haken schon, wenn ich 95% erreicht habe. Das reicht auch. Die letzten paar Prozentpunkte, die brauchen immer so viel Materialeinsatz, dass es sich eigentlich nicht mehr lohnt. Das muss dann jeder für sich wissen, ob er das noch macht. So funktionieren die Ingenieure. Eigentlich recht simpel. Dasselbe kann ich natürlich auch mit allen anderen Sachen hier machen, zum Beispiel mit den Sensoren oder mit den Schildboostern. Was auch immer ich haben möchte, kann ich hier dann entsprechend verbessern. Das Schwierige an der Stelle ist natürlich, dass es viele verschiedene Ingenieure gibt. Ist also gar nicht so einfach. Und da hilft uns wieder ein Drittanbieter-Tool, und zwar die Webseite inara.cz. Die habe ich jetzt hier in dem Beispiel schon mal aufgerufen. Unter Galaxie kann ich Engineering finden. Das hilft mir nicht nur, weil ich hier alle Ingenieure sehe und deren Voraussetzungen. Ich kann auch mir anschauen, welche verschiedenen Blueprints es gibt. Ich kann also direkt nachschauen, welches Modul ich verbessern möchte. Zum Beispiel unter Optional nehmen wir mal den Schildgenerator und sagen, hier hätten wir gerne Enhanced Low Power. Dann wird mir angezeigt, welche Ingenieure das machen können, entsprechend was das kostet und wo ich die Ingenieure finde, erfahre ich, indem ich einfach draufklicke. Grundsätzlich ist es so, dass ich hier alle Ingenieure in einem Blick habe und nachschauen kann, wie auch die Verhältnisse untereinander sind. Zum Beispiel kann ich hier erkennen, dass Yuri freigeschaltet wird durch Felicity Farsia. Wenn ich also jetzt hier draufklicke, dann werde ich feststellen, Felicity Farsia wird mir den zeigen, wenn ich da Grad 3 oder 4 erreicht habe. Das ist also die Grundvoraussetzung, um ihn kennenzulernen. Dann haben wir zum Beispiel Etienne Dorn.
Das ist für Forscher ein ganz wichtiger Ingenieur. Der hat nämlich die Möglichkeit, Life Support bis auf Stufe 5 auf Leichtgewicht zu trimmen und Sensoren auch. Dadurch ist es mir also möglich, die Module Lebenserhaltung und Sensoren extrem super leicht zu machen. Hier sehe ich, um den zu finden, muss ich also bei Liz Ryder Stufe 3 oder 4 erreicht haben. Wer ist Liz Ryder? Dann klicke ich da drauf und dann sehe ich wieder hier den Zusammenhang. Die kennt man also sofort, Public Sources, How to Discover Public Sources. Und Requirements, ich kann die also erreichen, indem ich mit der Eurybia Blue Mafia einen freundlichen Status habe. Und dann muss ich ihr 200 Landminen vorbeibringen, um sie zu unlocken. Die Seite ist also eine unheimlich hilfreiche Sache, wenn ich mir die verschiedenen Ingenieure anschaue und wenn ich ein gewisses Modul aufrüsten möchte. Dann kann ich nämlich gucken, was für Zusammenhänge hier vorliegen und welche Ingenieure ich freischalten muss, um mich langsam dahin zu bewegen. Das ist also keine Sache, die mal eben schnell erledigt ist. Das merkt ihr wahrscheinlich schon. Das war ein erster Überblick über die Ingenieure. Wir werden uns in zukünftigen Folgen auch noch besonders über die Colonia-Ingenieure unterhalten. Da gehört zum Beispiel Etienne Dorn zu. Das Besondere daran ist natürlich, dass ihr ziemlich weit fliegen musst, um die überhaupt freischalten zu können. Und da versorge ich euch auf jeden Fall noch mit den Informationen, was ihr unbedingt mitnehmen müsst, damit ihr nicht umsonst so weit fliegt. Das war hier erstmal ein erster kurzer Überblick. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Alles Gute, bis dahin, euer Science Keeper.